Hallo und herzlich willkommen, ihr nichtsnutzigen Landratten, hier zurück bei Sea of Thieves, wo wir in sehr produktiven Folgen nichts geschissen kriegen. Na, ehrlich gesagt, wir haben schon viel Kohle verdient. Wir haben echt schon viel Kohle verdient. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Mit ganz vielen Dingen, von denen wir nicht wussten, dass sie viel Curry? Ich hab dir 70.000 bedarf. Curry, warum? Was denn? Du wolltest doch jetzt der Steuermann sein, du wolltest doch jetzt ans... Ja, ich wollte nur eben Dieter Tschüss sagen, warte. Der stand doch gerade in der Kapitänskajüte so. Ja, gut. Ja, Entschuldigung. Warum Tschüss sagen? Willst du ihn umbringen oder was? Nein, ich hab deinen Zettel bekommen, Tobi. Du brauchst jetzt gar nicht. Du hast gerade gesagt, du wolltest Tschüss sagen. Ja, weil du mir einen Zettel geschrieben hast. Du hast gesagt, wenn ich mich heute Nacht unter Deck lege, machst du den fertig. Ich kann nicht schreiben. Du hast gesagt, du willst Dieter wegfisten. Geh jetzt an der scheiß Steuer da oben und halt das Maul. Okay. So, mach mal jetzt hier. Okay, dann brauche ich aber ein bisschen einen Kurs. Tschüss. Ja, Moment. Ich glaube, war es Südosten oder Nordosten? Ich weiß gar nicht mehr. Nach Nord. Ja, ach so, eigentlich nach Norden. Eigentlich direkt nach Norden. Alles klar. Um die Insel rum nach Norden. Jetzt wird's spannend. So, hier ist nochmal die Karte. Wir müssen nach Katniss. Guck mal da hinten, Erik. Katniss? Katniss. Norden hast du gesagt, ne? Ja. Alles klar. Oh, ist das schön. Oh, das ist so schön. Und Dieter singt auch mit. Ich dachte eigentlich in all den Jahren, in denen ich Erik gekannt habe, dass er es nicht mit einem Huhn auf einem Schiff aushält. Ja, wieso? Ja, gut, aber das liegt ja schon weit. Da habe ich alles vergessen, Tobi. Ja, ich habe mir gesagt, ich erinnere dich auch an die schlimmen Dinge im Leben. Weißt du, wann ich mit Hühnern meinen Frieden geschlossen habe? Hm? Als ich sie zwischen zwei Brötchenhälften kennengelernt habe. Entschuldigung. Den kann ich aber verstehen. Oh, wie schön, das ey. Das ist geil. Geil, dann aussieht. Weißt du, da will ich mich einfach ausziehen und hier hinsetzen. Alles klar, ja. Tobi, mach wieder die ganze Stimmung kaputt. Guck, und schon geht die Sonne unter. Das ist einfach, wenn das Sonnenlicht anklitzt, mein Penis sieht, ist einfach vorbei. Alles klar. Da fällt der große Schatten, meinst du. Tobi, du hast aber ein bisschen... Und vor uns ist Sturm. Bisschen, ne? Oh nein. Boah, ich stehe voll drauf mit der Musik. Es ist so geil einfach. Ach, Dieter. Ich spiele für dich, komm. Komm. Guck mal, der tanzt sogar. Wir fahren gerade mit dem Sturm und vor uns sind Felsen. Du gehst schon wieder vom Steuer weg? Vor uns sind gar nicht Felsen, laber doch nicht. Ja, okay. Tobi, lass das. Gut, okay. Ey, Pan. Oh, warte mal, da müssen wir jetzt doch mal genau durch, ne? Ey, Pan, komm. Siehst du den Felsen da vorne, Erik? Ja. Curry, bist du da? Noch zufällt? Ja. Ja, nee, mach. Du musst genau da durch. Du siehst aber nichts, ne? Doch, doch. Soll ich sehen? Ja, ist doch easy. Das ist jetzt nicht so wild. Mit dem Wellengang. Das ist doch voll viel Platz. Eben, Pan, ey. Was denn? Du bist genau drauf zugesteuert, du alter Puffel. Nein, hätte ich auch nicht gesehen. Habe ich alles gesteuert. Dieter hat schon gesteuert. Dieter will übrigens auch mal steuern, hat er gesagt. Was ist denn jetzt? Sind wir hier auf dem Hyper-Hyper-Schiff oder was? So, ist Anker dann schon mal jetzt gleich da, bitte? Da! Hä? Ihr könntet die Segel vielleicht mal ins... Ist das klein hier, Cutlass Clay? Ja. Nee, das ist das nicht. Nein, doch, das nicht. Kleine, was abgefurzt ist, Cutlass Clay? Ernsthaft? Ohne Scheiß, da stand jetzt gerade Cutlass Clay. Ja gut, dann hau weg den Anker. Das stimmt. Oh, das sind auch Skelette tatsächlich. Ja, das sind doch nicht die wir brauchen. Tja, also. Wollen wir einfach rüber oder was? Herr Hasenberg, weißt du, wie das funktioniert? Überhaupt nicht, aber wir kriegen das hin. Juhu. Okay. Irgendwas wird passieren. Schießen? Ja komm, Curry, go. Hab ich richtig sexy. Wuhu! Was? Warte, ich warte auf euch hier. Hm. Ja, warte mal. Oh, der will Stress. Die wollen alle Stress, Leute. Ja, na klar, was denkst du denn? Aua! Aua! Curry, ich helf dir! Curry, bleib stehen! Tobi, hinter dir! Wow! Voll die Action-Szenen. Oh, die haben sogar... Krass. Die haben sogar blaue Bandanas. Das sind schon die richtigen drauf. Die Musik, Alter. Was ist mit der Musik? Captain, wo? Für uns, Captain. Hör mal die Musik. Captain, wo sollen wir hin? Rechts. Warte. Erstmal die blauen hier wegmachen. Das macht nichts. Jawohl.
Wir sind eine Crew. Nice. Oh, Holzbretter, geil. So. Da ist er, da ist Captain Martin im Griff. Was will er denn? Ja, der Captain ist tot. Captain Martin ist besiegt. Das war ja ein krasser Kampf. Der war mega. Der Megakampf. Captain Martin. Captain Martin. Also Curry, Curry, was hast du? Was hast du gefunden, Curry? Geil. So ein Schädel haben wir bekommen. Aber so ein Bibi-Schädel ist das, ne? Was ist das hier? Oh, nee, ach so, ach, eine Schlange. Ja, komm. Das sah echt aus wie was, so ein Item oder sowas. Da fährt sich einfach dieser Lederpenis aus. Da ist eine Flaschenpost. Die nächste Insel ist... Oh, hier ist auch noch Besuch. So die Helden, Alter. Flaschenpost, Alter. Das ist einfach eine Kackschlange. So. Erik, wie funktioniert das jetzt mit dem Trick, mit dem Messertrick? Du fängst schon mal an zu schlagen und gehst dann in Richtung Wasser. Einfach laufen? Ja, genau. Also ganz normal gehen einfach. Du legst den Schlag quasi auf. Oh, Bahn, Alter! Das hat geklappt! Wie schnell bist du denn? Oh, das klappt so selten. Voll gut. Alter, ihr habt mich alle überholt. Ja, aber nur mit dem Säbeltrick. Hast du hingekriegt, Tobi? Nö. Achso, ja, cool. Ja, dauert. Ich hab's. Soll ich den Schädel neben Dieter einfach setzen? Ja, aber soll's, klar. Der Dieter denkt ja gegen paranormale Skelettschädel, die sie zu haben. Ja, der kennt das. Dieter, guck mal, wir haben dir mal mitgebracht, hör mal. Ein Freund. Guck mal, wie er sich freut, ganz aufgeregt. Guck mal. Guck mal, der Schädel ist schwarz. Wir haben wirklich ein Haustier jetzt am Bord. Ja, der Dieter. Ich komm auch noch dazu, ich sag's euch. Dieter, genau. Ich freue mich schon, wenn das Schiff sinkt. Aus irgendeinem Grund. Tobi, was machst du da hinten? Ich komme. Ach so. Was? Und er schwimmt. Ist das ein Grafikfehler? Ja. Oder schwimmt ein Grafikfehler hier? Oh, ja, cool. Direkt nebenan ist die nächste Insel. Was? Echt? Scharf, so scharf nach rechts, wie es nur geht. Ja, okay. Wir müssen jetzt... Achso, das ist noch keine gute Idee. Das ist deine politische Richtung. Ja? Ganz scharf nach rechts hier. Nach Südosten. Warte, erstmal die Regel, die Segel in den Wind drehen, Leute. Nein, die Regel bitte in den Wind drehen. Die Regel in den Wind drehen. Weil ich scharf nach rechts, dann fahren wir vielleicht auf die Insel noch drauf. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Nee, ich mach noch nicht scharf nach rechts. Umrunden. Genau. Tobi, mach die mal nützlich hier, Mann. Ich mach grad ein paar den Anker, was willst du eigentlich von mir? Faule Sau, Arschloch. Geh doch noch eine Runde deinen Huhn fingern, was hältst du davon? Ey, lass Dieter in Ruhe, Mann. Lass Dieter in Ruhe. Faule Sau, Faule Sau, Arschloch. Geh deinen Huhn weiter fingern, ey. Das ist voll die furchtbare Piraten, wir alle, ey. Ja, aber eigentlich... Ich find's eigentlich ganz gemütlich. Eigentlich sind Piraten doch so, oder nicht? Es heißt ja nicht Sea of Friends. Ja, ist halt echt so. Ja. Captain, ey. Sea of Kitties. Captain, ey. Captain, ey. Mutti der Rock. Captain Iglo, Captain Iglo. Er fingert frisch im Ozean. Was? Alter. Guck mal, ich hab 5 Fische gefangen mit meiner Hand. Der mit dem Blub, Alter. Mit so Fische hinten, ich weiß. Ich will einen richtigen Raid sehen später. Nur einer bisschen, ja, aber erstmal müssen wir noch. Wie das ist. So, weil ganz kurz, mal, ist das die richtige Richtung? Ja, du musst so Süden, ganz, ne? Weit, ja, nach Süden. Jetzt nach Süden, alles klar. Wenn wir so einen Raid sehen, haben wir vielleicht Glück, dass ein Schiff, das gerade den Raid irgendwie zu Ende gemacht hat. Ja, dann klauen wir alles. Wegsegelt und dann von so einem Kraken irgendwie gefangen wird. Dann können wir das wenigstens beobachten. Boah, wenn das irgendwann passiert, der Kraken, wenn der uns holen kommt, Alter, das wird so geil. Da feiere ich. Ich will es nur einmal sehen. Kann man den Kraken denn irgendwie besiegen? Ja, ja, klar. Ja, das wird auch gar nicht so schwer sein, aber das heißt nichts für uns. Voll bedrohlich, Kraken kommt, ganzen Tentakel ums Schiff rumgewickelt und wir alle so, oh, jetzt nur noch Hentai, yeah, geil. Jetzt nur noch geradeaus. Okay, warte. Nicht mehr drehen. Ja, warte, ich muss mal wieder eindrehen. Ey. Hey, Pan, hey, was geht denn? Ah, Tobi, warte. Oh, schlaf gut. Ich bin... Ja, so ist fein. Ganz schwarze langsam. Augen. Ganz hab langsam. Ganz langsam. Oh. Ja. Ja. Was macht was da? Denn? Kannst du mal gucken, wir kommen da mal. Irgendwann habe ich im Arsch gerade. Nee, ich bin gerade beschäftigt. Ich bin gerade mit Dieter hier. Ich werde geboren. Irgendwas? Tobi, werde geboren. Tobi, da steckt eine Frau im Arsch. Was? Huch, nein. Die ist aber schon seit 3 Wochen und ist verhungert inzwischen. Mann wäre kein Problem, aber eine Frau geht gar nicht. Ist das die Insel hier vorne? Oh, Dieter.
Ist das die Insel? Warte, kurz. Ja, das ist die Insel. Okay. Alles klar, SK. Wo war das? Meine Crew, ne? Für einsperren, stimmt. Hey, was bist denn du jetzt? Ja, komm, ist der zwei Stimmen, der Erik schon wieder. Ja, hab schon gewonnen. Ernsthaft? Nein! Hä, wer will denn mit Alter, so weißt du, der Hobby-Alkoholiker mit seinem scheiß Grog hier die ganze Zeit, der uns das ganze... Wer rennt denn die ganze Zeit mit seiner scheiß Kotze in dem Eimer rum? Ey, lass Dieter in Ruhe. Hä, was? Anker, okay, Anker, bitte. Anker. Hab ich gemacht. Komm. Oh ja! Oh, da sind ganz viele Hühner. Toll! Wir können noch mehr sammeln. Oh, geil. Wir sollten uns die Insel echt aufschreiben, wo es Hühner und sowas gibt. Einfach nur für später. Wie heißt denn die scheiß Insel hier? Weißt du das eigentlich? Ist das Katrin? Nee, das war gerade eben. Mutini Rock. Mutini Rock, okay. Hey, da drüben haben wir schon wieder Skelette. Ich hab keine Munition getankt. Und Scheiß. Wo sind die Skelette? Hier ist wieder ein blaues Bandana. Ja, hier auch. Ah, da vorne sind sie. Okay, Jungs und Mädels, dann mal Land gewinnen und Anmarsch. Na, komm her, Quara. Ja. Ihr könnt uns gar nicht. Zu früh. Das war das für eine Wusche. Oh, komm her, Captain. Hier, Bär, schnier die Meere. Bleib mal liegen, du. Tobi, hinter dir. Pass auf dich auf, Mann. Na los, Kleiner. Und go. Jawohl. Jetzt kommt der Captain. Ich rieche es. Lass dich blicken. Captain Heinz. Nach Dieter kommt es bestimmt gleich Heinz. Hallo. Ja, die beiden sind weg. Wo ist er? Ach, da. Und gute Nacht. Was will er denn hier? Der ist aber ganz schön hartnäckig, ne? Ciao. Jawohl. Captain Dirty. Nein. Captain Dirty ist weg, Alter. Mit Mutti. Dirty mit Mutti, ey. Ist aber ein ganz schlimmer Name, ey. Habt ihr den Schädel? Nein. Ich da einer? War automatisch, oder? Hat der doch einen abgeworfen. Hier, Alter, ihr hättet fast den Schädel. Ich dachte, ihr habt den bestimmt wieder mit euren klebrigen Fingern direkt mitgenommen. Ich wusste gar nicht, dass man den da... Fahrt abgeschlossen. Ich bin Rage geil. Captain ist tot, wir fahren einfach weg, Schädel bleibt liegen. Ja, ist egal, Hauptsache Kampf. Der verwirrte Felsen ist wieder da hier. Ach, der mit dem einen Auge. Ja. Boah, Alter, ihr müsst mal den Schädel in die Hand nehmen, der flüstert zu euch. Ich bin Dieter. Scheiße, war nicht geklappt. Ich bin Dieter 2. Ich krieg das auch nicht hin mit diesem Dings da, ey, keine Ahnung. Hoffentlich patchen die da so raus. Nee, hoffentlich nie. Warte mal, ich leg den mal daneben, hat Dieter geil. Sogar Freunde. Es ist der okkulte Dieter. Alter, der sieht jetzt richtig gefährlich aus. Ja, ne? Der okkulte Dieter. kann ich den Schädel auf den drauflegen, auf den Käfig? Nee, ich glaube, das geht, aber vielleicht in den Käfig. Oh, Alter, brütet einen Schädel aus. Warte, den leg ich auch noch dazu. Aber den kriegen wir nicht wieder raus, oder? Oh. Okay. Es ist Teufel Dieter. Das okkulte Hühnchen. Jetzt als Comic. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum Endschwung. Ja, zum was? Zum Endschwung. Speyer auf. Zwar müssen wir dafür nach Nordosten. Nordosten, so soll's sein. Oh. Ach, zum Outpost meinst du, ne? Oh. Ja. Ah, ja. Okay. Geil. Und dann fahren wir zum Totenschädel. Jawohl. Anker kommt hoch. Alles klar. Danke, Anker. Tobi, lass es. Ich sehe genau, wenn du ziehst. Ich sehe das genau. Mit deinem dicken Arsch. Was willst du eigentlich von mir? Ey, warum muss der genau immer das, Tobi, drin genau drin? Das. Unfassbar. So, ja, komm, geh zu deinem Hühnchen und halt die Klappe. Lars Dieter in Ruhe. Lars Dieter? Ey, ohne Scheiß, wenn du mal ein bisschen tierfreundlich wärst, ne, dann könntest du auch Dieter mögen. Nee. Guck mal, der ist ja nicht mal laut oder so. Der Dieter wird mir erst sympathisch, wenn zwei Brötchenhälften drum sind. Ich wollte es nicht so genau sagen. Boah, Dieter, halt dir die Ohren zu, das hast du nicht gehört. Weißt du, wenn das Ding alt ist, schmeckt er ja nicht mehr. Der soll auch nicht schmecken, der dient uns einfach. Der passt auf die Schädel auf. Wenn man den genug würzt, dann geht das. Boah. Okay. Dieter, das haben die nicht ernst. Oh, sorry, tut mir leid, dass du sowas hören musst. Das ist ganz schlimm. Der Dieter. Ja, und jetzt sind wir gerade aus. Curry ist so einer, der frisst sein Steak bestimmt auch ein Medium. Ich freut sich, wenn das noch blutet. Hase? Das ist cool, Jens. Der Dieter hat richtig Spaß. Ja, das dauert ein bisschen immer. Okay. Ist wirklich so an. Segel in den Wind, Tobi, komm, auf geht's. Ja, bin schon dabei. Wo ist der Wind? Kommt, Captain. Achso, hier ist schon. Plump, jawohl. Das sieht doch schön aus. Und da sind wir schon auf Vorsee.
Wo ist der Kraken hier? Wo ist der? Es sind echt wenig Mitspieler hier. Ja, das stimmt. Ich muss den sehen können. Ich habe kein YouTube-Video gesehen. Ich habe mich nicht gespoilert. Ich auch nicht. Aber ist doch viel geiler, wenn er einfach irgendwann so bam, 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 bam. Lorda. Erstmal bequemer hinsetzen langsam. Autopilot rein und Prost. Autopilot. Ja, wo du gerade sagst, Prost, bin ich dabei. Tag. Warte. Nee, der geht wieder seine Kotze sammeln. Obi, sei leise. Ja. Oh, nee. Ja. Ja. Ey, was ist denn da hinten los? Wir vögeln gerade, bitte nicht gucken. Was? Das war doch das Kind, erinnert, dass den Bastard der arme Dieter. Ich glaube nicht, dass du sie vögeln willst. So. Ach, das bisschen Bart stört Schnurrbart mich nicht. An. Das bisschen Bart, das ist bei dir noch Mutterliebe. Was willst du, Tobi? Was ist denn hier jetzt los? Ich kann balancieren, Tobi, guck mal. Ich kann jetzt gleich wieder von Bord. Nein, ich kann balanciere dagegen. Mhm. Was macht der denn? Tobi, guck mal, wie gut ich das mache. Dieter! Zu feiern, wenn der Dieter. Nö, mach ich nicht. Ah! Ist aber Bord? Ja, fahrt einfach weiter. Aber die Insel ist ja eh gleich da, das passt. Curry, immer schön unter Wasser atmen, dann ist gut. Ach, da hinten ist. Curry, geht es? Sollen wir anhalten? Ja, ja. Sollen wir anhalten? Nein. Gleich kommt noch der Meerjungmann hier, der hat doch Bock auf mich. Ach so. Manni, du musst aber gleich Anker lichten, ne? Also Anker machen. Ja. Meerjungmann ist am Start. Juhu. Das ist eh die falsche Seite hier, glaube ich, ne? Nee, Erik, auf die Seite. Nee, ist schon gut. Auf diese Seite hat Gefühle, Erik. Nee. Die Seite ist super. Sag Bescheid. Oh, Alter, Meerjungmann, ich will mich helfen. Ich putze ihn einfach vor. Achtung, Sandbank. Deswegen. Super. Rückwärts einparken. Oh. Seid ihr draufgefahren? Nee, wir haben rückwärts eingeparkt. Ja, das war voll perfekt, Mann. Hi. Super. Hä? Ja. Oh, nö. Was denn? Curry, warum? Was ist das passiert? Dieter, was komm her. Cool, das aussieht. Da ist wieder am Kotzen, Dieter, der Ekelhafte. Dieter. Ach nee. Dieter. Jetzt kommst du da gleich wieder. So. Wie er den Kopf aussteckt. Kotzt nicht. Wo ist denn die Kiste? Hinter dem Captain's Chair. Oh. Ja, die darfst du wegkommen. Die hab ich ganz vergessen. Ach, das ist ja egal. Boah, die ist voll golden, Alter. Die ist voll geil. Okay, ja, ja, das ist eine richtig teure. Mal gucken, wie viel bringt jetzt in der Vollversion. Okay, ja, danke. Ja, Geld! Wow! Ich muss Pan eben eskortieren, dass sie ja keinen Scheiß baut. Ey! Haut rein, Freundschaft beendet! Ich finde mal die Olle nicht hier. Die läuft gerade vor mir. Wahrsager irgendwas. Sag mal. Wo ist denn die Voodoo-Tante? Ach, hier. Wieso sehe ich die? Okay, mal gucken, wie viel das gibt. Tante. Lass dir mal so ein Auge vor, genau. Hier. Alter! Oh, 90. Nice, Alter! Alter, 4300 Gold. Und jetzt? So viel Geld hab ich noch nie. Oh. Verdorbener, mal gucken. 100, oh, okay. Ich muss den enttäuschen. Gut, ja, der aber gibt, egal. Ich glaube, der gibt noch wenig, oder? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Na also. Ja, gut, schon okay. Machen, 5000, yeah! Wo ist der Kopf von Martin? So, ich guck mal kurz bei Wilma. Oh, ich glaube, einer von denen war Martin. Ach so, oh. Okay. Aber die Frage ist, was kauft man sich denn? Ist eigentlich nur kosmetische Sachen, ne? Ja, ich glaube auch. Waffen gibt's wirklich nichts anderes? Nee, irgendwie noch nicht. Also schon, aber das ist halt alles nur optisch. Wilma immer! Ja. Boah, geil, es gibt ein goldenes Schwert für 10.000. Ja, aber was bringt das? Krass, ja, nix. Ich kann mir einen goldenen Eimer holen. Aber der bringt, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Königliche Donner. Die Holzeimer aber eine goldene Schaufel. Ja, das sind halt alles wirklich nur optische Sachen. Ja. Schade. Ja. No. Aber vielleicht auch ganz gut, weil wenn du als Newbie anfängst. Warte mal, der Eimer, den wir uns damals geholt haben, und die Schaufel, die waren schon besser als die anderen, die wir hatten, weißt du? Ja, aber ich glaube, das gibt's nicht mehr inzwischen. Glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, warte mal. Die Schaufel, die kriegt man ja, wenn, dann bei diesem Typen hier. Genau. Schändliche Taschenuhr von Herbert, Alter, der Herbert. Schändliche Taschenuhr. Doch, wenn sie mal stehen bleibt, knall sie einfach gegen einen Stein. Hat bisher immer geholfen. Die Schaufel des lausigen Sammlers, die kann man sogar da noch kaufen. Okay, Gold Picker Room. 5, braucht man eine Stufe 5. Was kann man da kaufen? Au. So, wo sind die Augenfrau?
Ach so. Madame hat irgendwie keinen Bock. Nee, hier Angebote. Will mal bumsen, ne? Krug der unbedeutenden See. Ah, die Laterne der lausigen Seelen. Bei manchen, ich glaube, bei manchen Bossgegnern braucht man diese Laterne und muss sie damit anleuchten. Vor allen Dingen, vor allem bei diesen Events, also bei den Raids, braucht man die Laterne der lausigen Seelen. Ja, es gibt ja auf manchen Inseln auch solche Podeste, wo man die dann anleuchten muss und sowas, glaube ich, ne? Ja, das kannst du aber mit einer normalen Laterne, aber diese hier brauchst du, glaube ich, oder? Ist das nur die gleiche dann? Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mystiker Gefolgsmann. Tobi, was machst du denn da schon wieder? Meine Ränge steigen irgendwie gar nicht an. Meine Ränge steigen überhaupt nicht. Ich bin immer noch Goldsammler 1, Seelenorden. Ach, guck mal, der Colin. Alter, ich bin Seelenorden, habe ich noch gar nichts gelevelt. Ja, das kommt bestimmt noch. Das ist wahrscheinlich ein Delay dann, wahrscheinlich, wenn du dich beim nächsten einloggt wieder oder so. Ich weiß es gar nicht. Ihr habt schon gelevelt vorhin, ne? Also vor ein paar Folgen war ich schon. Ja. Ich nicht. Du auch nicht? Okay. Oder? Ich weiß es gar nicht. Drück mal Tab gerade. Ja. Was hast du da für Ränge? Ich habe nur bei Handelsbund habe ich nur 2. Sonst überall 1. Ja, dann hast du auch nicht gelevelt. Nö. Strange. Kommt was strange. Ich will hier Ich will auf jeden Fall sagen, dass wir gleich mal probieren, in diesen Sturm, also in diesen Raid reinzufahren. Ja, oder? Ja, ich auch! Oder wollt ihr das noch nicht? Also können wir machen, aber ich glaube nicht, dass wir das schon schaffen können. Nee, das glaube ich aber auch nicht, aber ich würde einfach nur gerne mal sehen, was da passiert. Ja. Okay, ja, das können wir machen. Erik hat das ja alles schon gemacht, aber du musst dich von Dieter verabschieden, ist ja klar, ne? Was? Nein! Na, aber das Schiff wird bestimmt, also ich kann mir vorstellen, dass eventuell, ich weiß es nicht. Ich will alles tun, um Dieter zu retten. Wir werden unser Schiff retten. Wir werden in dieser Session nicht untergehen, Jungs und Mädels. Ja. So. Ah, kauf ich mir noch einen. Oh, da fliegt ein Papagei, wie geil. Hör auf damit, Tobi, Alter. Ja, hoffentlich. Das ist alles so teuer hier. Ich stirb da einfach. Ey, ich töte dich gleich. Dann machen wir mal dann. Ja, go. Dann ein iPad. Welcher Wichser bist du, Alter? Was ist denn hier? Warum bist du eigentlich auf unser Schiff? Kosmetik. Oh, den hast du gar nicht verdient. Ja. Ja, stinkende Scheißhuhn. Was? Ich wünsche mir, ich hätte dir den Mais früher richtig reingedrückt, damit du gar nicht mehr atmen kannst. Okay, können wir jetzt. Seid ihr alle bereit? Jetzt können wir bitte schnell weg hier. Nee, Curry. Tobi, das war doch voll nett gemeint, oder? Curry, klar, ja, ist okay. Tobi, ich hab noch einen Eimer voll mit Kotze, also Bock. Und wie es der Zufall so will, bin ich gerade nackt, Curry. Was? Fahren, dreh dich mal um! Was? Hey, wo ist der? Tobi, nein! Ach, was? Du kleiner Fiedelbär, nee, lass mal. Du riechst mir zu sehr nach Zwiebeln hier, ey. Curry kotze gleich. Seid ihr schon wieder auf dem Schiff oder was? Nee. Tobi, jetzt sei mal nicht so frech hier, ne? Oh, ein Wal! Die Sachen sind echt teurer geworden. Oh, nice, Curry! Was macht ihr? Ich glaube, wir kriegen gar nicht mehr Geld. Ich glaube, allgemeine Währung ist irgendwie. Also ist alles auf jeden Fall super teuer geworden. Ja. Es ist sehr teuer, ja. Ich denke schon, wenn man mit Leveln steigt, dass du halt auch mehr verdienst, weil du hast ja auch andere Aufträge. Was macht der Tobi? Sieht so bescheuert aus. Komm, Erik, ich bin wie der Typ von Castaway. So, warte. Ich jubel mit. Ja, Captain, ja! Captain! Ja! Captain! Komm gut nach Hause! Tschüss! Guck mal da hinter dir! So. Boah, Alter, Tobi, du hast ja Speckrollen unter deinen Speckrollen. Ja. Vor allem das Geile ist, der hat hinten so eine Klappe vom Böschen. Wenn der da, wenn der unter meiner Titte quasi leckst, ne, das ist wie wenn du so einen Salzstein schlabberst. Kann man das bitte einer rausknippeln? Kein Wunder, dass Dieter so verstört ist die ganze Zeit. Ey, lass Dieter in Ruhe. Tobi, warum bist du nackt? Boah, Alter. Ich war einfach so, ich hab mich gerade So, Tobi, Curry. Kannst du dich mal ins Bett legen? Curry, wo ist der Raid? Ja, ich nehme jetzt das Huhn mit und geh. Na, ey, lass Dieter liegen. Stopp. Geh. Ich weiß nicht, warum wir das mit dem Raid jetzt machen. Was hab ich denn gemacht jetzt? Ja, Dieter, Mann. Ja, das wäre Curry, Entschuldigung. Nur weil ich fett bin. Aber wo ist es? Ihr seht euch leider sehr ähnlich. Ich seh noch keinen. Wo sind eigentlich die ganzen anderen Spieler? Ja, Mann, das war ja auch die ganze Zeit. Wahrscheinlich werden wir den Raid schaffen, weil einfach keiner hier ist. Wahrscheinlich haben wir Special Keys, so ein eigenes Server. Wir haben uns so darüber beschwert, dass die uns die ganze Zeit gejagt haben und so, und jetzt gibt's einfach gar keine mehr. Ja, die haben uns auf so einen eigenen Server verfrachtet, damit wir niemanden auf den Sack geben mit unserer Unfähigkeit. Ist dann auch ein bisschen doof.
Aber wir haben jemanden versenkt, so. Ja, das stimmt. Der wollte Stress und dann haben wir den versenkt, fertig. Doch, hat er gekriegt, den Stress. Wir können sagen. Ja den Anker schon mal hochholen, dann können wir schon mal lossegeln. Alles klar. Also, sobald, alles wir klar. Dann den, sobald wir dann den Totenschädel entdecken, düsen wir dahin. Also willst du einen Totenschädel, soll ich ein paar Kämpfe mit annehmen für Schädel oder sowas? Bevor wir abhauen einfach ohne Aufträge, die können wir ja später noch einlösen, also später noch machen. Kannst du machen, wenn ja, dann kauft man ein bisschen was. Ja komm, ich bin gleich wieder da. Oh, komm, wir machen Bock, Alter, du bist voll gebückt, Alter, Tobi. Was denn? Was hat er wieder gemacht? Warte, ist Kleid, ey. Ist das schlimm für euch? Hä, überhaupt nicht. Es ist wunderschön. Wir haben dir immer gesagt, leb diese Seite aus, Tobi. Es ist so wunderschön. Nee, okay. Gut. Hör mal, Sohnemann, ich bin richtig stolz auf dich. Hallo. Das ist ja schrecklich, ey. Hm? Guck mal, der sieht genau aus wie ich, Mann. Ja, das bin ich. Komm, wir gehen Erik winken. Okay. Bin schon auf dem Weg. Oh, ich verpasse mal das F. Wir gehen Erik winken. Ja, tschüss. Bis bald. Tschüss, die beiden. Was? Wir sind richtige Piraten, Mann. Wir sind richtig gefährlich. Bravo. Ich sage bravo. Ihr seid richtig top, da, Jungs. Ihr seid richtig ja. Top, Jungs. Das sind sie ja. Richtig hallo. Gut, Alter. Richtig gut, Freunde. Hey, richtig nice, Mann. Toll ist das. So. Okay, reicht. Jetzt geh ich mich umziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dann hast du jetzt noch gekauft, ja, ne? Ja. Ach, schön. Ich schlage es mal noch nicht vor, ne? Das mache ich erstmal, nachdem wir beim Raid versagt haben. Genau. So. Okay, dann soll ich jetzt. So, machen wir's. Ich frage mich, was passiert, wenn wir alleine beim Raid sind, weil der ganze Server so leer ist. Was machen wir denn dann? Vielleicht sind die alle beim Raid, wer weiß. Aber das ist dann so eine Insel, wo dann die Skelette drauf sind, ne? Das ist so ein Fort, ist das, genau. Das müssen wir erstmal, okay, da müssen wir erstmal hinkommen, weil wir werden massiv beschossen. Ja. Ja, ich würde vielleicht versuchen, dass man zu zweit sich rüberschießt und die anderen beiden segeln mit dem Schiff drumherum oder sowas. Nee. Die beste Taktik ist tatsächlich, glaube ich, wenn man die Skelette, wenn einer die Skelette zum Strand lockt immer und einer auf dem Boot bleibt und da schön... Ist einer vielleicht am Segel? Ja, ne? Okay, gut. Hm? Entschuldigung. Am Segel? Nicht am Segel, am Steuer. Also, ja. Wie immer. So, ich schau mal. Also hier ist momentan gerade kein Schädel. Tobi, was ist da schon wieder los? Was macht der? Ich hab keine richtige Hose an. Oh, schön. Willst du mal unter meinen Rock gucken? Ja klar, warte. Guck mir das mal an, warte, komm. Guck mal an. Ja. Boah, da hat ein bisschen gemüffelt, ne? Sieht schon nice aus, Göring. So. An Rand an die Arbeit hier. Jetzt aber mal hier richtig Arbeit jetzt. Segel sind schon reingedreht, oder was? Ja, weiter geht nicht. Okay. Ja. Geht so. Okay, wie halten wir denn momentan, also welchen Kurs halten wir denn jetzt? Wir suchen einfach den Schädel am Horizont und dann fahren wir drauf zu. Wenn es gerade einen gibt. Machen wir aber, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ja, ich weiß. Lass mal ganz kurz gucken, ob es einen gibt erstmal überhaupt, weil sonst kann man in der nächsten Folge gar nichts machen. Ehemann taucht ja schon auf. Ja, dann hören wir einfach auf für heute. Mal Schluss. Achso, ja, dann tschüss. Ey, Tobi hat keinen Bock mehr, oder was? Voll depressiv, aber aufhören, dann zack, Alter, F4, tschüss. Gerade, ja, okay. Hat nicht geklappt. Ich geh extra die ganze Zeit wieder auf Blätter, obwohl ich voll pipi muss. Ich will unbedingt den Schädel. Ey, ist echt so, Tobi, Mann, schäm dich mal. Hä? Derzeit, wo die Folge kommt, kennt sowieso jeder uns. Boah, Discord ist ja richtig geil. Oh, nice, Tobi, nice, Alter. Nice, Alter, Tobi, richtig schöne Anblicke. Du hast richtig schöne Glocken, ey. Hat der Hänger da unten, oder? Hängt alles noch? Da ist alles stramm. Also, ich hab keine Ahnung, was mit den Beinen nicht stimmt, ey. Ich hab keine Ahnung, wie mit dem Oh, Raid! Was? Ach, sowas, so eine Base meinst du, ne? Ja, genau, sowas. Oh. Ja, geil. Geil. Okay. Machen wir. Aber es gibt keinen Schädel momentan. Ja, momentan ist noch kein Schädel da. Ist also kein Raid. Oh Mann. Ist ja so geil, wenn er jetzt einfach random hier drüber auftauchen würde. Ja, gibt's schon irgendwelche Mythen hier? Irgendwas? Das hat aber nichts mit dem Sturm zu tun, oder? Was denn?
Also mit dem Sturm, dass der da in der Nähe immer ist, der Totenschädel. Nee, gar nichts. Der taucht unabhängig davon ab. Der auf. Okay. Und oh, ist das schön schon wieder der Himmel. Nix zu sehen. Ah, ist auch mal schön, wenn wir ruhige See haben und einfach mal diese Polarlichter da oben. Das ist echt schick. Apropos ruhige See, wir steuern gerade auf den Sturm zu. Das ist auch ganz schön. Auch so ein Sturm kann was Gemütliches haben. Mhm. Ah nein, wer bist du? Der Sturm kommt, Captain! Ach, Herr Sturm, ich grüße Sie! Geht's Ihnen? Lange nicht gesehen! Soll ich Ihnen liebe Grüße ausrichten von Herrn Dieter? Oh ja, oh, endlich! Endlich mal! Hey, dir fehlen ja drei Zähne. Vom Friseur? Ja. Nice. Gefällt mir. Was man aus seinem Gesicht machen kann. Extensions machen lassen. Wir müssen nochmal sagen, dass das für uns immer so ein bisschen problematisch ist tatsächlich, dass die Streamer natürlich immer viel weiter sind im Fortschritt und wir bei den Let's Plays natürlich immer so ein bisschen hinterherhinken. Ja, weil Let's Plays kannst du halt nur eine Folge pro Tag machen. Du kannst ja nicht neun Stunden am Stück einfach pro Tag machen. Ich hoffe aber, machen. Es wird berücksichtigt. Nein, weil nein, das Ding ist halt, die Leute können halt, also manche Leute können halt nicht unterscheiden zwischen immer der irgendwie ein Stück spielt und wir, die halt jetzt eine Session machen. Ja, es war halt bei den ersten Folgen damals echt furchtbar. Ja, der Lernfortschritt ist ja derselbe. So. Es ist halt nur ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Alter, besoffen ans Steuer ist übrigens keine gute Idee. Hoffentlich kommt die Polizei und nicht vorbei und hält uns an hier. Ja, ist ja scheiße, ich will nicht boosten. Einmal blasen, bitte. Ja. Ein bisschen weiter nach rechts. Wollen wir hier anhalten? Wollen wir die Fässer hier mitnehmen? Können wir machen, also klar. Komm, schnell Anker runter. Alles dann klar. Der Tobi ist einfach weg. Juhu. Holzblätter. Ich muss erstmal die Kugeln wegmachen. Was ist das Huhn hier die ganze Zeit? Lass dich in Ruhe. So, ich bring mal meinen Scheiß erstmal nach unten. Das Lustige also, wir müssen Dieter echt mal töten. Warum? Hä, warum? Weil Colin mir auf den Sack geht. Hä, wie der geht ja auf den Sack? Der macht nichts, der ist da einfach nur. Dieter geht mir nicht aufs Ei, aber Curry geht mir auf den Sack. Ja, toll, toll, Tobi, dann willst du Curry töten. Ja, das können wir auch machen. Ach so. Fände ich besser. Dieter ist ein cooler Typ. Okay. Ja, auf einmal. Ja. Das Lustige ist, wir haben die ganze Zeit vorhin keinen Totenkopf besucht. Der war überall, weißt du, und jetzt taucht er einfach nicht mehr auf. Also ist doch immer klar, so. Oder? Mann, ey, Totendieter. Holzbretter? So. Wow, ganz schön viele Holzbretter hier. Okay, ich nehme das Schiff ja, über. Schiff sinkt, ne? Was? Sind alle Bretter aber weg, wenn das Schiff sinkt, ne? Ja, wenn das Schiff sinkt, ist alles wieder zurückgesetzt. Okay. Na ja, gut. Aber immerhin haben wir ein bisschen was. Ja, und die Pan ganz einsam da vorne. Voll traurig. Pan, was los? Wollten Raid ziehen und Kraken. Ja, das wollen wir alle sehen, aber... Rumpel dich doch eine Runde an die. Aber das ist ja das Geile, dass der Kraken halt nicht alle 5 Minuten auftaucht. Das ist halt einfach... Vom. Ich will mich aber so erschrecken einfach. Das steht so geil. Stell dir vor, du bist alleine. Boah, stell dir mal vor, du hast gerade diesen fetten Raid hinter dir, dann kommt so ein fucking Kraken und alles ist weg. Du kannst ja nicht so mal rechnen. Auf den Kraken. Ich auch. Aber das ist halt das Geile. Es ist halt wirklich, wie gesagt, eine Seltenheit so. Das ist echt cool. Boah, ist das schön, mal hier vorne zu sein, nicht immer nur im Steuer. Oh. Hier kommt keiner vorbei. Okay. Oh ja, lass uns Musik machen zum Schluss der Folge. Ich bin dabei. Boah, das ist das beste Lied. Ja, finde ich auch. Das ist so schön einfach. Und dann auch der Sonnenuntergang. Aufgang. aber ein Aufgang ist auch ein Untergang. Ja, das stimmt. Und am Ende des Tages sind wir noch beide zu. Auch wenn wir Streitigkeiten dazwischen hatten. Dieter. Nein. Das wir sind eine Kuh. Es sind liebenswürdige Gehässigkeiten. Ja, Tobi, zeig mir dein Bauchnabel. Der Wampen-Tobi, Alter. Ach, geil. Drei Fette und eine Bärtige. Also wenn wir einen Behindertenparkplatz kriegen, dann weiß ich auch nicht. Das heißt, Fenster ist Behinderung. So,
vorstellen und davon denke ich ja. Ja, aber Frauenwerte, das ist eine Behinderung. Ja, Tobis Channel, direkt 3 Strikes. Ja, geil. Oh, ist das schön. Das ist so schön. Arschbombe! Arschbombe! Wir machen einfach unter Wasser weiter. Alter, könnte sie aus wie eine Meerjungfrau. Oh, wie geil. Es war mir eine Freude, mit Ihnen gespielt zu haben. Ja. Ciao. Tschüss. Das ist komisch, kann ich die Hose putzen? Die sind so doof. Und da schwappen sie davon. Wie weit geht das runter, Alter? Willi war in Freiheit. Wie weit geht das runter? Das ist voll weit. Ich hab Angst. Da ist der Kraken da unten, hast du ihn gesehen? Ja, geil. Nochmal im Channel. Oh, ich sauf ab. Oh, wir sollten. Oh, ist gar nicht mehr so romantisch. Nee. Weil das Gewürge kann auch romantisch sein, glaube ich. Hä, hey, Tobi, Alter. Was? Tobi? Was? Gib mal bitte die Möhrchen, ey. Hä? Hä? Mir die Möhrchen. Der Helge, ey. Der Helge, ja. Oh, wie schön. Komm. Jawohl. Ja, geil. Es war mal wieder eine wunderschöne Folge. Ich würde echt gern angeln können hier. Ja, einfach mit Musik und dann einfach hier angeln. Ja, es bietet sich so an. Oder auf einer Insel oder so. Einfach mal sitzen und angeln in so einem Stuhl. Ja. Stundenlang nichts machen. Vor allem der Grafikstil gibt es ja auch voll her, weil es einfach voll schön aussieht. Ne? Ja. Baden, bitte verlassen Sie unser Schiff. Warum? Warum? Ich höre, ich hasse Frauen. Ich will 2 Holzbeine haben. Oh, kannst du dir mal einen Haken holen? Ne? Ja, 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 da kommt einer, da kommt 2 Haken. 2 Haken? Was kommt? Nee. Polizei? 2 Holzbeine und 2 Haken. Ja, das wäre voll geil. Da, wo der Kopf sein sollte, ist auch ein Haken. Das ist ein kleiner Bügel. Oh, schön. Wir machen jetzt einfach einen Podcast hier auf dem Schiff, ey, mit der Musik. Hahn? Die Kugeln sind knapp. Und ich will in der Luft spielen. Stefan, Alter, wie weit? Oh, oh cool! Alter, Feuerwerk! Das war Feuerwerk! Das sah wirklich aus dem Feuerwerk! Da hinten ist ein Schiff. Was, wo? Da hinten, am Horizont. Oh ja, da hinten. Die Mucke! Kommt der zu uns? Nee, ne? Oh Mann, ich bin ganz schön weit weg. Ich glaube. Ja, was denn? Kann das sein, dass er zu uns fährt? Warte mal. Ich bin mir nicht sicher. Oh, nee, noch nicht. Einer. Hm? Was, da schwimmt einer? Ja, die Pan. Ach so. Achso. Pan. Nee, da nee, ich glaube, es steht da einfach, oder? Ja, glaube ich auch. So wie wir gerade. Ja, auch schön. Das stimmt auch so ein paar Bekloppte. Ey, es wäre so cool, wenn wir mal so ein Schiff treffen würden, wo wir dann einfach mal da drauf stehen oder so. Wir hatten sowas im Stream tatsächlich. Wir haben Kisten getauscht. Das so geil. Ja, das war cool. Das war ein Stream-Sniper. Und der eine genau, im Chat immer die ganze Zeit, nein, wir sind kein Stream-Sniper. Ist aber im Chat vom Stream, weißt du? So. Ja, ey, das zwei so cool. Holzkisten konnten mitnehmen. Sollen wir das mal probieren vielleicht? Auf der Suche nach dem Schädel, dass wir uns die mal annähern und dann einfach nicht schießen und mit denen reden oder so? Meinst du das? Okay. Wir machen? Ich denke nicht, wenn dass ich vorher nochmal auf das glaube ich auch nicht. Okay, stimmt. Also wenn die uns unter Beschuss nehmen, dann ist die Gefahr groß. Und die fahren aber, ne? Die sind losgefahren. Discord würde ich gerne unter Beschuss nehmen. Aber die fahren nicht zu uns, ne? Oder? Nee, die fahren weg. Okay. Gut so. Ist aber auch wieder ein kleines Schiff. Ja. Baller mal weg. Was mit der Insel vor uns? Ich meine, wir haben gerade. Achso, ihr könnt ja mal voten vielleicht. Sollen wir vielleicht mal die Folge schon mal beenden? Ja, werden ja, wir ja. Das schon machen. Also, macht es gut, Matrosinnen und Matrosen. Kommt gut nach Hause und möge man strenger Wind in eurem Heimathafen herrschen, ne? Was? Ja, moin. Euer Klaus. Knut und Klaus. Die robusten, Arschbacken vom Norderdeich. Ich bin Helge. Das läuft. Ciao, ne? Mach's gut. Mach's gut, ne? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao. Die ankern da gerade. Oh, tschüss.
Alles klar, Kinder? Aye, aye, Captain! Ja! Yeah.